Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, so manche Aufregung habe ich in der Debatte nicht verstanden, weil auch in solchen Debatten macht es ja Sinn, bei allen Notwendigkeiten sich zu streiten, das Gemeinsame festzuhalten. Ich habe das auch schon im Ausschuss betont und darüber brauchen wir uns, glaube ich, hier nicht zu streiten, dass wir alle, die wir hier im Landtag versammelt sind, Landesregierung, keine Fahrverbote in Nordrhein-Westfalen wollen. Das haben wir immer alle betont. Aber, und da fängt dann die Auseinandersetzung an, das eine ist das politische Wollen und das andere ist das rechtliche Können. Und von der Landesregierung und von den regierungstragenden Fraktionen habe ich nur Ausflüchte gehört, aber keine konkrete Befassung mit dem, was rechtlich gekonnt werden kann von dieser Landesregierung. Und wenn der Grundsatz gilt, insbesondere für eine Landesregierung, dass politisches Handeln auf dem Boden von Recht und Gesetz, und zwar europäischem Recht und Gesetz, nationalem Recht stattfindet, dann muss man sich mit diesen Rechtsetzungen auseinandersetzen und die Spielräume des rechtlichen Könnens ausloten. Und das sind drei Punkte, die von Landesregierung und von den Koalitionsfraktionen geschickt umschifft worden sind und nicht genannt worden sind. Das erste ist die europäische Luftreinhaltelinie, die es nicht erst seit 2010 gibt, die gibt es schon seit 1996. Und da gibt es konkrete Zeitläufe. Und diese konkreten Zeitläufe, die enden. Und im Mittelpunkt steht der Gesundheitsschutz, ein Verfassungsgrundsatz im Übrigen, der körperlichen Unversehrtheit. Und da muss ich schon sagen, da ist es zynisch, Herr Löttgen, wenn Sie sozusagen auf die zweite und dritte Etage die Menschen verweisen. Das sind oft Menschen, die sich keine andere Wohnung leisten können, als an dieser Straße zu wohnen. Und die haben ein Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und das, lieber Herr Löttgen, hat sowohl das Verwaltungsgericht in Düsseldorf festgestellt, das Verwaltungsgericht in Stuttgart festgestellt und das Bundesverwaltungsgericht, dass dieser Grundsatz über allem steht. Und der ist einzuhalten. Und die Grenzwerte sind einzuhalten. Und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt. Der zeitliche Spielraum ist ausgesprochen begrenzt. Wir können nicht mit Maßnahmen 2030 die Grenzwerte einhalten, sondern sie müssen jetzt eingehalten werden. Das ist die Vorgabe des Gerichts, und das engt unser rechtliches Können erheblich ein. Und deshalb müssen jetzt Maßnahmen auf den Weg gebracht werden. Und da verstehe ich Ihre zögerliche Haltung bezogen auf die Automobilindustrie schon gar nicht. Weil das ist der einzige Ausweg, jetzt schnell zu Ergebnissen zu kommen. Also 2018, 2019. Und Herr Pinkwart, das Problem liegt nicht in Nordrhein-Westfalen, sondern das Problem liegt in Berlin. Die Bundesregierung hat sich bisher geweigert, auch übrigens einem einstimmigen Beschluss der Umweltministerkonferenz nachzugehen, die Automobilindustrie zu verpflichten, gesetzlich zu verpflichten, nachzurüsten. Und ich finde, die Automobilindustrie hat eine verdammte Pflicht, das zu tun, weil sie nämlich mit bestimmten Maßnahmen auch dazu beigetragen hat, dass wir diese Grenzwertsituation haben und die armen Autofahrerinnen und Autofahrer alleine lässt. Und deshalb ist eine politische, gesetzliche Grundlage jetzt nötig. Wir brauchen ein Gesetz, das die Automobilindustrie verpflichtet, nachzurüsten. Und da gibt es kein technisches Problem. ADAC hat es erklärt, dass es geht. Wir haben im Übrigen, Herr Wirtschaftsminister, auch die Unternehmen, die das können, in Nordrhein-Westfalen sitzen. Also wir würden sozusagen auch noch ökonomisch davon profitieren, wenn wir in diese Richtung gehen. Also warum prügeln Sie auf der einen Seite auf die Automobilindustrie ein, wie so ein Strohsack, aber Sie fordern sie nicht, wenn es darum geht, gesetzlich sie zu verpflichten, Milliardenzahlungen an die Autofahrerinnen und Autofahrer zur Nachrüstung. Deshalb stimmen Sie doch bitte schön unserem Antrag zu. Und leider ist der Ministerpräsident... Herr Remmel, die Zeit ist rum, hatte ich gesagt. Leider ist der Ministerpräsident jetzt nicht mehr da, aber wir haben ja gleich noch die Fragestunde, weil zu den Fragen, wer, wann, wie die Haltung der Landesregierung der Bezirksregierung erklärt hat, hat er bisher nichts gesagt. Und das wäre schön, wenn die Landesregierung uns das noch erläutern könnte. So, vielen Dank, Herr Remmel.